Grüß Gott, Ulla Müller hier vom Radio von Bayern 1. Ja, eigentlich, da hätte ich Sie gerne persönlich durch die Jubiläumsveranstaltung von Koki geführt. Aber jetzt darf ich Ihnen wenigstens einen Rückblick geben über die Meilensteine der Koki-Arbeit Mühldorf der vergangenen zehn Jahre. Bereits 2009 beginnen die ersten Vorbereitungen. Im Jugendamt Mühldorf rauchen die Köpfe. Koki, das soll es im Amt für Jugend und Familie Mühldorf und vor allem für die Eltern im Landkreis unbedingt geben. Alles wird vorbereitet. 2010 am 1. März 2010 wird Koki im Amt für Jugend und Familie Mühldorf geboren. Es startet Karin Musner. Ein halbes Jahr später, am 1. September, kommt Barbara Herbst dazu und Koki wird im Landkreis Mühldorf auf den Weg gebracht. Im ersten Jahr, da wird die Koki-Arbeit in ca. 200 Einzelkontakten vorgestellt, die ersten Fäden des Koki-Netzwerks werden gesponnen, ein Plakat und Flyer entwickelt. Und zugleich startet die Arbeit mit Familien. Besonders gut kommt das Angebot der Hausbesuche bei den Familien an. Gemeinsam sind die Koki-Fachkräfte zuständig für den Flächenlandkreis mit damals 110.000 Einwohnern und Einwohnerinnen in drei Städten, 24 Gemeinden und vier Märkten. 2011. Die erste Großveranstaltung für das Netzwerk wird organisiert und durchgeführt. Fast jährlich lädt das Koki-Team seitdem dazu ein. Zum Beispiel gibt es Fachveranstaltungen zu folgenden Themen. Es ist nie zu früh, jungen Familien den Rücken zu stärken. Depression im Säuglings-, Kleinkind- und Vorschulalter und zum Thema Resilienz. 2011 gibt es auch den Einstieg in die Gremienarbeit, zum Beispiel indem Koki in Kooperation mit dem Gesundheitsamt die Organisation und Moderation des Arbeitskreises Frühe Hilfen mit übernimmt. Außerdem wird das neue Arbeitstreffen Gewalt initiiert, mit dem mit einem multiprofessionellen Team eine Informationskarte mit Anlaufstellen im Landkreis entwickelt wird. Im gleichen Jahr startet auch die Kooperation mit der Entbindungsstation. Wöchentlich besucht eine Koki-Mitarbeiterin in einer Visite die frisch entbundenen Mütter und informiert über das Koki-Angebot. Gleichzeitig startet das Söckchen-Projekt. Zuerst in Kooperation mit zwei Seniorenheimen, die bereits seit vielen Jahren mit ehrenamtlichen Strickerinnen, die für alle Neuzugänge des Landkreises Söckchen stricken, die die Mitarbeiterinnen des Koki-Teams verteilen dürfen. Die Kooperation mit dem SPZ Altötting entwickelt sich durch die gemeinsame Großveranstaltung zum Thema Regulationsstörungen weiter. Dadurch wird die schnelle Versorgung von Familien mit Schreibabys vorangebracht, unter anderem durch die nun eingerichtete Telefonsprechstunde im SPZ. 2012. Die beiden Halbtagesstellen werden auf zwei Vollzeitstellen aufgestockt und Sabina Fischer kommt ins Team. 2013. Das Projekt Koki-Mobil Elternsprechstunden in Kitas startet in Unterreit und Egelkofen. Das bedeutet, dass Koki noch mehr dorthin kommt, wo Familien sind. Später folgen die regelmäßige Teilnahme im Familiencafé im Haus der Begegnung und Beratungsangebote an verschiedenen Standorten der Familienstützpunkte. 2013 können erstmals Famkis, also Familien, Kinder, Krankenschwestern von Koki eingesetzt werden. Sie werden eine der wirkungsvollsten Unterstützungsmaßnahmen bleiben, die Koki den Familien anbieten kann. Ein weiterer Baustein zum Koki-Motto, Familien nicht im Regen stehen lassen. Die Familienkinderkrankenschwestern sind freiberuflich tätig, werden zusätzlich in einem Farmkey-Forum vernetzt und bekommen über Koki Fortbildungen und Supervision zur Verfügung gestellt. 2013 gibt es auch weitere Veränderungen bei Koki. Martina Madersdorfer unterstützt ab jetzt das Team. 2014 Erstmals wird die Cookie Stelle zusätzlich zu den Geldern aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen mit einem eigenen Budget ausgestattet. So wird es möglich, Familien in Notsituationen noch schneller und passgenauer zu unterstützen. Und ein neuer interdisziplinärer Zirkel in Mühldorf wird erstmals einberufen. Mit dem Ziel, dass sich alle Institutionen, die sich mit Familien beschäftigen, noch besser kennenlernen, noch enger kooperieren, sich die Fachpersonen persönlich kennenlernen, sich die Wege zueinander verkürzen und natürlich damit für die Familienarbeit neue Impulse entstehen. Es startet die interdisziplinäre Fallbesprechung. 2015 das KOKI-Team wird auf drei Vollzeitstellen aufgestockt. Pamina Relke kommt zum Team. 2016. Zum ersten Mal kommt Petra Rüde dazu. Seitdem ist das KOKI-Team komplett. 2017. Eine Kooperationsvereinbarung mit der Entbindungsstation der Kreisklinik Mühldorf am Inn wird geschlossen. Seitdem kommen noch weitere mit wichtigen Koop-Partnern dazu. Auf Anfrage von Donum Vite gibt es seit September 2017 in den Räumen der Schwangerschaftsberatungsstelle 14 einen offenen Still- und Mamatreff, der sehr gut von den Müttern angenommen und von Koki finanziert wird und in Zeiten von Covid-19 auch online sehr gut genutzt wird. 2017 ist auch der Start der Hebammenabende, die seitdem jährlich geplant und durchgeführt werden. In diesem Rahmen werden themenspezifische Filme gemeinsam diskutiert, beispielsweise der Kinofilm Die sichere Geburt oder Babys und zudem alle Hilfsangebote vorgestellt, die es für Familien im Landkreis gibt und aktuelle relevante Themen werden natürlich auch besprochen. Das Projekt Kinderbetreuung im Haushalt in Kooperation mit dem Deutschen Kinderschutzbund geht auch an den Start. Jetzt ist es möglich, in extremen Fällen, in denen Mütter beispielsweise durch eine depressive Erkrankung völlig erschöpft sind, zu entlasten, um beispielsweise Therapiesitzungen wahrzunehmen. 2018. Nun nimmt eine Koki-Mitarbeiterin monatlich an der multidisziplinären Sozialvisite im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Altötting teil. So kann schnellstmöglich Kontakt zu den belasteten Familien aufgebaut werden, zum Teil bereits schon während der stationären Betreuung. Zudem wird die Netzwerkarbeit weiter intensiviert, zum Beispiel durch einen Vortrag beim Qualitätszirkel der Kinderärztinnen in Altötting. Das neue Netzwerk Postpartale Krise wird als Arbeitstreffen gut angenommen und interdisziplinär von Therapeutinnen, Hebammen, Gynäkologinnen, Psychiaterinnen, Sozialpädagoginnen und Psychologinnen besucht. Großen Anklang findet auch das Podiumsgespräch Postpartale Depression des Gesundheitsamtes, bei dem Koki in der Vorbereitung mitwirkt und sich am Fachgespräch beteiligt. Ende 2019 geht das neue Projekt. Baby- und Kleinkindsprechstunde an den Start. In einer Kinderarztpraxis in Ampfing, im Familienzentrum Wald Kreiburg und in einer Krippe in Neumarkt St. Veit steht 14 für die Eltern eine Familienkinderkrankenschwester bereit, um sich den Fragen und Anliegen dieser zu widmen. Man kann die Kinder wiegen und messen und sich kostenfrei beraten lassen. Selbstverständlich wird 2020 auch genetzwerkt und werden die Familien unterstützt, aber auch gefeiert. Das Jubiläum soll mit allen NetzwerkpartnerInnen gefeiert werden, doch auch mit den Familien. Und deswegen hat Koki 2020 monatlich jeweils eine Familie beschenkt. So hat beispielsweise eine Familie einen 50-Euro-Gutschein eines Spielwarenladens gewonnen, eine andere eine Jahreskarte für den Wildpark Oberreit. Für wieder eine andere gab es einen Gutschein im Buchladen. Außerdem haben sechs Kitas einen großen Preis für die Kinder gewonnen. Sie haben sich teilweise den Besuch des Streichelzoos bei Ihnen in der Einrichtung gewünscht oder das Klick-Klack-Theater. Soweit also der Rückblick. Und heute? Heute feiern Sie mit Koki, indem Sie auf der Homepage vorbeischauen und hoffentlich schon vielleicht mit Sterndelwerfer und Konfetti für eine kleine Feierstimmung gesorgt haben. Schön, dass Sie auf diese Weise dabei sind. Vielen herzlichen Dank für Ihren Einsatz und Ihre Unterstützung in dieser Form. Sie leisten da ganz was Wichtiges.